Wir sprechen heute über Face Theory und zwar den CRC-Toner und wie ich damit zurechtgekommen bin. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute sprechen wir über Face Theory. Ich habe bereits schon ein Face Theory-Produkt vorgestellt. Kannst du hier mal gucken, falls du Bock hast? Und wir sprechen heute über einen Toner. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen teuren Toner gehabt. 17,99 € kostet das Fläschchen. Es sind 200 Milliliter enthalten und das Ganze ist aus Glas. Ich bin aber immer dabei, sowas skeptisch zu sehen, weil diese Plastikdeckel, das wusste ich auch lange nicht, wenn die so schwer sind, und das ist ein relativ schwerer Deckel, dann wiegen die zum Teil so viel wie eine ganze Verpackung. Also, man darf sich da nicht täuschen lassen. Nichtsdestotrotz ist es ein richtig hochwertiges Produkt. Und zwar haben wir hier Ceramide enthalten. Die Ceramide sind aber in nicht ganz so hoher Konzentration in diesem Toner drin. Ich kann auch zu den Ceramiden nicht allzu viel sagen, weil ich von dessen Wirkung nicht so hundertprozentig überzeugt bin in dieser Konzentration. Also, wenn du mit Ceramiden arbeitest, brauchst du nicht unwahrscheinlich viel. Aber hier steht es halt am Ende der Inhaltsstoffe. Die werde ich dir jetzt mal am besten einblenden. Hier ist auch Niacinamid drin und über Niacinamid habe ich ein Video gemacht. Das werde ich dir auch mal unters I legen. Ich wollte gerade sagen, unters U, das ist es nicht. Unters I legen. Und Niacinamid ist für mich ein richtig interessanter Stoff, weil es eben die Poren dazu bringt, dass sie wieder diese Spannkraft haben. Gerade wenn man große Poren hat. Und meistens auch verstopfte Poren hat, dann sind die ja eigentlich so ein bisschen ausgeleiert. Und das Niacinamid bringt die Poren dazu, dass die wieder diese Spannkraft bekommen, dass du weniger fettige Haut hast. Und tatsächlich war es so, ich habe am Anfang nicht hundertprozentig viel gemerkt, aber mit der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, dass meine Haut immer weniger fettig wurde. Ich habe die Pille abgesetzt. Und meine Haut ist immer fettiger geworden. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich trage Pony. Innerhalb von einem Tag sah mein Pony aus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich wusste halt haargenau, ich muss was verwenden, gesichtspflegetechnisch, was dem entgegenwirkt. Und zum einen habe ich darauf geachtet, dass es eben keine Duftstoffe hat. Auch zum Thema Duftstoffe habe ich ein Video gemacht. Möchte ich dir gerne unter dem i verlinken. Und eben, dass es eben hochwertige Inhaltsstoffe hat, kein Alkohol. Und das ist ja schon ein ganz besonderes, ich nenne es jetzt mal Gesichtswasser. Ich verwende das nicht auf einem Wattepad oder auf einem Baumwollpad, weil es mir einfach zu teuer ist und da einfach viel zu viel verloren geht. Nein, ich nehme das auf die Hand, schütte mir das ein bisschen auf die Hand und verteile es mir dann auf dem Gesicht. Hier ist AHA enthalten. Ich werde auch noch ein Video über AHA machen, was das genau ist, in Form von Milchsäure. Und natürlich prickelt das Ganze auch so ein bisschen auf der Haut. Ich muss jetzt dazu sagen, dass man bei den Face Theory Produkten ein bisschen aufpassen muss, weil hier wird entweder AHA oder BHA verarbeitet oder beides. Und wenn man noch nicht so fit ist in der Hinsicht, also sprich, wenn man diese Säure noch nicht gewöhnt ist, dann muss man es langsam in die Gesichtspflege einschleichen. Das ist ganz wichtig, weil sonst hast du Reizungen auf der Haut und die möchtest du nicht. Also wirklich deine normale Gesichtspflege noch verwenden und so nach und nach die Produkte halt in der Gesichtspflege mit hineinbringen. Das ist ganz wichtig. Habe ich auch gemacht. Also ich habe noch ein drittes Produkt, das werde ich auch vorstellen. Da ist eben auch AHA mit enthalten. Und ich war so ein bisschen respektmäßig, wenn ich das jetzt aufeinander verwende, hoffentlich reagiert meine Haut nicht. Also da muss man immer ein bisschen abwägen. Aber hat sie dann im Endeffekt nicht. Durch das, dass hier eben keine Duftstoffe enthalten sind, ist das Ganze viel besser verträglich. AHA ist aber an sich eine Säure. Wenn man eine empfindliche Haut hat, da muss man eben ein bisschen aufpassen. Also das ist wirklich wichtig. Ich würde mir dieses Produkt in der Form nicht wieder kaufen. Nicht, weil es schlecht ist. Es ist sehr gut. Also gerade wenn du unreine Haut hast und ich habe hier am Hals,
durch das Pille-Absetzen halt immer wieder das Problem, dass ich da richtig unreine Haut bekomme. Und da gebe ich mir das tatsächlich auch so ein bisschen auf den Hals. Und die gehen weg, die Pickel. Die gehen weg, das ist richtig wahnsinnig. Also es funktioniert richtig gut. Es ist ebenfalls Vitamin C enthalten, jetzt nicht die höchste Form, also keine Ascorbinsäure, aber es ist ein Vitamin C enthalten. Kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, was mir das jetzt gebracht hat, aber so die Gesamtformulierung, die ist halt wirklich besonders, weil du merkst richtig, wie deine Pickel weggehen. Also besonders hier hinten. Ich habe im Gesicht jetzt weniger, mal ab und zu mal ein paar einzelne, aber hier am Hals habe ich halt schon öfters was und dann gebe ich mir ein paar Tropfen wirklich auf die Hand und pack's mir so auf das Gesicht. Man kann sich hier auch einen Sprüher draufdrehen oder es in ein Sprühfläschchen umfüllen und dann aufs Gesicht auftragen. Ich finde, wie schon erwähnt, das mit einem Wattepad aufzutragen, das finde ich nicht so gut, weil das ist wirklich verschwenderisch. Und 200 Milliliter kosten eben 18 Euro, das ist halt schon krass. Aber bei Face Oil muss ich auch sagen, du hast bei der ersten Bestellung 20%. Im Moment bieten sie wieder 20% an und dann kann man sowas auch mal ausprobieren. Ich würde jetzt lieber Ceramide und Co. lieber in einem Serum anwenden als in so einem Produkt. Also da würde ich mir einfach einen Schritt sparen, ich einfach gemerkt habe, ich komme auch wunderbar ohne Gesichtswasser klar. Dieses Gesichtswasser-Ding, das kommt bei mir immer noch vom, ich muss das Gesicht oder die Poren so rein wie möglich halten. Und das ist ein Schritt, den du dir eigentlich sparen kannst, weil du deine Haut mit dem zusätzlichen Schritt einfach noch mehr reizt. Und wenn man jetzt in der Drogerie guckt, da gibt es ganz, 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 ganz wenig Produkte, die man wirklich anwenden kann, weil die voller Parfümstoffe stecken, weil sie Alkohol enthalten. Und wenn du jetzt so ein Produkt anwendest, was eben Alkohol hat und du eh schon mit fettiger Haut Probleme hast, dann ist das kontraproduktiv. Hier hat man tatsächlich 5% Niacinamid und das bringt es wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, aber die Haut ist tatsächlich wesentlich weniger fettig. Aber man hat trotzdem so das Gefühl durch die anderen Inhaltsstoffe, dass man mehr Feuchtigkeit in der Haut hat und die Haut einfach viel, 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 viel praller ist. Also wenn man sich die Inhaltsstoffe mal durchstudiert, sieht man sehr schnell, da hat es sehr viel drin. Aber es sind nicht so einfache Produkte wie Alkohol, Parfümstoffe etc., sondern hier ist richtig gutes Material drin. Face Theory wirbt damit, dass sie innerhalb von 365 Tagen das Geld zurückzahlen, sofern die Sachen bei dir nicht funktionieren. Also sind sie schon unwahrscheinlich sicher diesbezüglich, dass es funktioniert. Also für mich ist der einzigste Nachteil jetzt in dem Gesichtswasser die Glasflasche. Ich bin sehr schusslich und ich schmeiß gern auch mal was runter. Und Glas ist halt dann gleich kaputt. Und ressourcenschonend ist Glas auch nicht unbedingt. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, da gibt es einen sehr... Der Deckel ist relativ schwer und man darf diese Plastikdeckel besonders auf Cremedosen oder Cremepöttchen sozusagen nicht unterschätzen. Die sind so schwer wie eine ganze Verpackung zum Teil. Und wenn du Glas nicht weiterverwendest, ist es auch nicht ressourcenschonend. Also wenn du das Ganze wegschmeißt und das wieder aufbereitet werden muss und so weiter und so fort. Glas ist nur gut, wenn du es weiterverwendest. Das ist eine coole Verpackung, 200 Milliliter Flasche, da werde ich zukünftig mein Öl mit reinpacken. Also ich reinige ja mein Gesicht mit Öl, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Kann ich dir auch unters i legen. Und von den Inhaltsstoffen her muss ich, wie schon erwähnt, sagen, würde ich halt zukünftig lieber zu einer Creme greifen, die 30 Euro kostet, bietet Face Theory nämlich auch an, die Ceramide auch hat, dann kann ich mir einfach diesen Schritt schenken, weil wenn du Creme und Gesichtswasser verwendest, zahlst du eben auch fast genauso viel. Wenn du Erfahrungen mit diesem Produkt schon gemacht hast, schreib das uns doch bitte unten in die Kommentare. Das ist wichtig für die Zuschauer, die das Video jetzt gesehen haben, die eben nicht genau wissen. Und jede Haut ist anders, jede Haut reagiert anders. Und vielleicht hast du ganz andere Erfahrungen wie ich gemacht. Meine Erfahrungen sind halt die, dass meine Haut weniger fettig ist. Sie ist praller, sie ist
mehr befeuchtet und es ist Wahnsinn, wie das eben funktioniert hat bei meinen Pickeln hier gerade hinten am Hals. Der einzigste Tipp, den ich dir eben mitgeben möchte, ist, weil das eben so ein teures Produkt ist, nicht auf ein Wattepad oder auf ein Baumwolltuch draufgeben. Da wird viel zu viel verschwendet. Einfach auf die Hand und dann schön ins Gesicht einmassieren. Das funktioniert, ist am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, weil du wahrscheinlich das gewöhnt warst, Gesichtswasser so anzuwenden als zusätzliche Reinigung. Das ist für mich eher was, wo ich anwende, wo ich die Inhaltsstoffe, die in diesem Produkt drin sind, nochmals in die Haut reinklopfen möchte. Tolles Produkt, probier es auf jeden Fall aus und ich freue mich, wenn ich dich in den Kommentaren wieder sehe. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!